Hallöchen zurück, meine Lieben, bei Golden Sun. Ich habe etwas gelevelt. Das ist das Stichwort, um aufzumachen. Hier Statuswerte. Hier könnt ihr sehen, ich habe Isaac auf Level 13 gebracht und Ivan hüpft noch bei 12 rum, Garrett auch 13. Ich habe auch als neue Psy-Energy, Moment, das hier. Nein, auch nicht. Bam, 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 bam. Ja, als neue Psy-Energy habe ich Ragnarök bekommen. Das ist eine sehr, sehr, sehr starke, sehr starke Tünn-Fähigkeit. gibt's nicht, oder? Gibt's schon. Ich bin vor der Höhle wieder raus durchs Leveln. Ach ja, und ich habe noch die restlichen guten Waffen in Bilibin eingekauft. Ja, so viel hierzu. Jetzt werden wir die Pflanzen wachsen lassen und oben rein zunächst einmal gehen, bevor wir die Höhle wieder betreten. Hier. Ja. Heute habe ich irgendwie was auf der Pupille. Ja, ich weiß schon. Jetzt kommt von euch nur heute. So, und wir haben ein Elfenrapier bekommen. Das legen wir doch direkt einmal an. Wer kann, da ist es. Wer kann es anlegen? Isaac. So. Wunderbare Sache. Da hüpfen wir hier direkt runter und sind auch gleich in der Höhle. Wie praktisch, wie praktisch, wie praktisch. Und können uns weiter auf den Weg nach E-Mail machen. Und hier haben wir, oh nein, oh Schreck, es ist die Rückkehr der Kondomköpfe. Diesmal in Blau. Es gibt sie einfach in allen Geschmacksrichtungen, wie man sehen kann. Und jo, etwas Sadomaso-mäßig gestrickt, weil sie haben Stacheln auf dem Kopf. Aber ja, wem es gefällt. Es ist schon klar, warum sich der Zauberer in Gesellschaft der Kondomköpfe befindet. Der hat einen langen Stab. Okay, das war schlecht, sorry. So, wo sind wir hier? Was soll das bedeuten? Ja, wir killen uns durch die Runde. Stirb einen grausamen Tod. Das war doch geil, oder? Hey, das hat gesessen. So, bye bye. Autschele. Nicht aua. Tut mir nicht weh, Kleiner! Oh, das sieht nach Rätsel aus. Da müssen wir, muss ich mal überlegen, wie. Um Gottes Willen. Also es wäre ja hier eigentlich Frost, aber Frost haben wir als Fähigkeit noch nicht. Da müssen wir das hier wohl rumschieben, ne? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Nein, das scheint nicht zu funktionieren. Nein, das müssen wir rumschieben jetzt hier. Die Musik macht mich extrem nervös. Was mache ich denn hier? So. Ah, Mist, das geht auch nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Ich laufe einfach mal weiter. Der mit dem großen Stab ist geflohen. Jo. Jo, se.
müssten hier unten gucken, wo wir... Ah, hier sind wir in E-Mail. Das ist doch gut. Also Richtung E-Mail unterwegs. Jetzt werde ich aber trotzdem versuchen, hier... So, lass mal schmelzen und hüpfen drüber. Gehen wir mal hier auf. Oh, da haben wir etwas. Fläschchen in Ehren bekommen. Jo, da können wir nicht rüberhüpfen, schade. Also ich glaube, da können wir eigentlich erst was... Wow, das war ein geiler Schlag, oder? Wow! Ich glaube, da können wir erst was machen, wenn... Wow, der war auch geil. Ey, voll die Special Effect Moves, ey. Hammer. Ja, ich glaube, wir können erst was machen, wenn... wenn wir Frost haben. Könnte ich mir vorstellen. Es sei denn... Wir können das irgendwie verschieben, aber das sieht irgendwie nicht danach aus. Jo, dann gehen wir mal nach E-Mail. Machen wir Feuerfall. So. Falls es wieder erwarten doch weitergehen sollte an dieser Stelle und wir bekommen da irgendwas. Dann werde, was ich aber nicht glaube, weil wir schlichtweg die Fähigkeit noch gar nicht haben, Frost jetzt auszuüben. Ja, falls jetzt aber wieder erwarten doch, dann werde ich das eben, ja, dann zeige ich euch das nächste Mal. Hey, level up! Jo, ansonsten bedeutet das der Ausgang. Jo, und hier kenne ich mich wieder überhaupt nicht mehr aus. Aber es scheint nur in eine Richtung zu gehen und wir sind auch in einer Schneelandschaft. Ah, wunderschön. Neue Herausforderung, ein Bär. Was tut ein Bär in dieser Gesellschaft? Autsch, autsch. Ich finde die so cool, die Viecher. Ich finde die so toll, die haben noch was. Schaut euch den Hintergrund an. Ist der nicht geil? Der ist doch geil, Mann. Ja, das ist diese Special-Effekte, die werden jetzt natürlich durch meinen Elfenrap hier hervorgerufen oder wie auch immer man das aussprechen mag. Rapier, 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 Vampir, Wunddier. Kein blassen Dunst, aber ein Hotel kommt uns sehr gelegen, liebe Freunde. Tschau. Den haben wir auch noch weg. Ich glaube, ich hätte hier leveln sollen, ne? Also die Gegner scheinen sehr viel stärker zu sein. Und rechts habe ich schon den ersten Leuchtturm gesehen. Ja, wir kommen gerade erst. Eine Grippewelle. Ach du Scheiße, die haben die Schweinegrippe hier. Oh mein Gott, da muss ich mir erst impfen lassen. Also, ich lasse den Held impfen gegen die Schweinegrippe und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut. Bye bye, ciao ciao, adiamos.